ich bin Annemarie Cortes. Ich bin von Hause aus Politologin, habe unter anderem in Potsdam, Costa Rica und an der Hertie School of Governance studiert. Und meine Verbindung zur Hertie Stiftung ist genau auch durch dieses Studium an der Hertie School gewesen. Im kommenden Jahr möchte ich im Innovationskolleg versuchen, die Lücke zwischen den Bedürfnissen der Geflüchteten und Angebot von Zivilgesellschaft und Staat zu schließen. Aktuell erlebe ich es, dass es sehr, sehr viele Akteure gibt, die sehr positiven Einfluss auf die Integration der Flüchtlinge in Deutschland bringen. Es gibt die Zivilgesellschaft, den Staat, Unternehmen, sehr viele Menschen, die sich engagieren. Jedoch erlebe ich auch, dass diese Akteure untereinander nicht kooperieren, ihre Arbeit nicht koordinieren und teilweise nicht miteinander sprechen. Und gleichzeitig werden viele dieser Projekte, so gut gemeint sie auch sind und so wichtig sie auch sind, nicht daran gemessen, ob das wirklich auch die Bedürfnisse der Geflüchteten erfüllt. Und die Geflüchteten werden oftmals nicht in den Entscheidungsprozess mit eingebunden. Genau an diesem Punkt möchte ich ansetzen. Ich möchte zum einen die Bedürfnisse der Geflüchteten analysieren und ich möchte aber auch das Angebot von Zivilgesellschaft und Staat analysieren. Dabei ist es mir sehr wichtig, die Menschen zusammenzubringen. Ich möchte Fokusgruppen in verschiedenen Orten, in Berlin und auch in Brandenburg schaffen, die Menschen an einen Tisch setzen. Sie sollen miteinander reden, sie sollen in den verschiedenen Punkten des Asylprozesses schauen, was kann ich tun, was wird eigentlich noch gebraucht und wo werde ich nicht gebraucht. All dies verfolgt das Ziel, dass ich am Ende Handlungsansätze bieten kann, diese nicht nur schriftlich aber aufs Papier bringe, sondern auch weitergebe, dass ich an bestimmte Stakeholder, an bestimmte Akteure ihnen einfach Workshops gebe und den Akteuren damit aufzeigen kann, wo sie effektiv ansetzen können, um auch wirklich einen Wandel zu bringen. Ich erhoffe mir, dass bestimmte Probleme, die aktuell existieren, vielleicht dann überwunden wurden. Es wäre natürlich super, wenn einfach auch wirklich neue Kooperationen entstehen und es geschafft wird, die Integration positiv gestalten zu können. Ich glaube, die Hertie Stiftung kann eigentlich zwei Sachen von mir lernen. Zum einen wünsche ich mir, ein Bild bieten zu können, wie die Realität wirklich aussieht. Was ist aktuell die Lage? Was für Bedürfnisse existieren? Und außerdem würde ich gerne der Hertie Stiftung auch Handlungsansätze bieten, zu zeigen, wo kann sie als Stiftung ansetzen? Wo kann die Stiftung auch wirklich ihre Kompetenzen sehr aktiv einbringen und wirklich einen Wandel schaffen?